Hallo Doris. Hallo, guten Abend. Die Selbstbestimmungsinitiative, ganz kurz, um was geht es und wie stimmst du ab? Ja, ich werde sicher Nein stimmen. Es geht darum, dass im Prinzip in jedem Fall das Gesetz von unserem Land, also die Bundesverfassung, soll über allem stehen. Und wenn man denkt, wie viele internationale Verträge wir haben, beispielsweise 183 Luftfahrtabkommen, 27 Freihandelsabkommen, ganzen Haufen Investitionsschutzabkommen, dann denke ich, ist es wichtig, dass eben wir das Völkerrecht oder das internationale Recht akzeptieren. Das haben wir auch 1989 gesagt, beim Wiener Abkommen hat die geschlossene Bundesverfassung dafür gestimmt, dass wir das akzeptieren, eigentlich zum Schutz von der Schweiz und nicht zum Schaden. Und darum bin ich dezidiert der Meinung, dass diese Initiative eine gefährliche Initiative ist für die Schweiz. Und darum empfehle ich sicher, dass man Nein stimmen sollte. Da ist jetzt schon sehr viel dabei gewesen, aber jetzt gibt es eine konkrete Problematik oder Spannungsverhältnis. Sagen wir Ausschaffungs- oder Masseneinwanderungsinitiativen. Zwei Beispiele vom Volk angenommen, dann vom Parlament mit dem Verweis auf eben das internationale Recht nicht oder nicht richtig umgesetzt. Da müssen wir doch etwas machen. Da braucht es doch die Selbstbestimmung. Ich verstehe das sehr, sehr gut, dass das für einige bei uns in der Bevölkerung ein Ärgernis ist, also die Masseneinwanderungsinitiative, die nachher nicht genau so wortgetreu umgesetzt worden ist. Ich muss aber daran erinnern, dass wir natürlich als Schweiz auch bilaterale Verträge mit über 70% der Schweizer Bevölkerung bejaht haben. Und dort ist unter anderem auch Personenfreizügigkeit bejaht worden. Und wir wissen, wenn wir das kündigen würden, dann gäbe es die sogenannte die Guillotine-Klausel, wo wir der Meinung sind, dass nachher das, was würde als negativer Impact auf die Schweiz zukommen, viel, viel grösser wäre als der Kompromiss, der jetzt vielleicht ein unschöner Kompromiss ist, den wir gesucht haben, um irgendwie eine Lösung zu finden. Und darum denke ich, ist es das Beispiel, das die Leute bewegt und die Leute auch ärgert, das man aber auch sehr gut erklären kann. Dann zu den Ausschaffungsinitiativen. Ja, ich bin dezidiert der Meinung, wenn ein Ausländer, der bei uns Gastrecht hat, kriminell wird, ist auch in meinen Augen eigentlich das Gastrecht verwirkt. Aber es gibt halt im Recht etwas, das man Verhältnismäßigkeit nennt. Und darum gibt es ein paar wenige Gerichtsfälle, die nachher anders entschieden werden. Da kann man sich zwar darüber ärgern, aber wenn man wegen dem würde Ja sagen zu der Selbstbestimmungsinitiative, wäre das eigentlich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Da tangieren wir jetzt eigentlich schon dein Spezialgebiet, und zwar die Europäische Menschenrechtskonvention. Und da ist jetzt meine Frage, wir haben ja die Rechte, die in dieser Konvention garantiert sind, auch in unserer Bundesverfassung garantiert. Also was ist denn das Problem, wenn wir unsere Verfassung da oben drüber stellen? Es geht nicht um das. Es geht um das, dass im Prinzip, wenn immer ein Schweizer Bürger, es hat übrigens da solche gehabt, heute Abend an dieser Veranstaltung, wo sich wir geoutet haben, dass sie in Straßburg geklagt haben und sogar Recht bekommen haben. Es ist um ein militärisches Anliegen gegangen, das der Mann mir erzählt hat. Es geht darum, dass wenn unsere Bundesrichter, und ich denke, jeder von uns kennt die Fälle, wo er würde sagen, ja, so, da hat mich jetzt wirklich das Bundesgericht auch mal aufgeregt, wenn man tatsächlich das Gefühl hat, man sei in seinem Recht zu Unrecht beschnitten worden, hat man noch die letzte Instanz, wo man kann in Straßburg mal klagen, wo dann auch nicht gesagt ist, dass man dort würde Recht bekommen, aber man hat die Möglichkeit. Und das gilt natürlich auch für unsere Wirtschaft. Ich möchte das Beispiel ins Feld führen von der UBS, die gesagt hat, im Rechtsstreit mit Frankreich, wenn wir da gegen Frankreich nicht Recht überkommen, werden wir uns vorbehalten, in Straßburg zu klagen. Das heisst also, es geht nicht irgendwie nur um romantische Vorstellungen, die man könnte haben, sondern sehr, sehr oft geht es um ganz harte Interessen, die eben auch unsere Schweizer Wirtschaft verteidigt wird, gegen äussere Einflüsse, gegen äussere Unwägbarkeiten. Und von dem her glaube ich, dass das, was man als fremde Richter bezeichnet, fast zu 98% immer zugunsten von der Schweiz gerichtet wird und dass man das schon müsste einbeziehen, dass in den meisten Fällen wir uns eigentlich verteidigen international und nicht, dass es zu unserem Schaden wäre.
Dann kommen wir noch schnell zu den politischen Debatten aktuell und zu den Kampagnen der Befürworter. Wie tust du Kampagnen einschätzen? Gibt es dort Fake News? Gibt es Übertreibungen? Gibt es vielleicht Untertreibungen? Wie schätzt du Kampagnen ein? Ich glaube, bei jeder Volksinitiative gibt es von beiden Seiten, bei Befürworter und bei Gegner, Übertreibungen. Ich denke, das wäre ungerecht, wenn man da jetzt für die der SVP Vorwürfe platzieren. Ich glaube, die Zuspitzung in einem Abstimmungskampf ist eigentlich normal. Wichtig ist aber, dass wir uns gegenseitig dieser Diskussion stellen. Und ich bin sehr glücklich, dass wir also immer sehr viel Publikum in den Saal haben, wo uns auch zuhören und die Auseinandersetzung dann eins zu eins kann stattfinden, weil das ist das, was unsere direkte Demokratie ausmacht. Und wenn es hier und da mal eine Übertreibung gibt, hüben oder drüben, dann würde ich das einmal nicht überbewerten. Und ich muss sagen, gerade mit dem Professor Vogt, mit dem Vater der Initiative, bin ich jetzt sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Ich habe mich sehr, sehr viel mit ihm ausgemacht. Aber ich glaube, wir haben uns Mühe gegeben, vielleicht hart, aber fair miteinander umzugehen. Und ich hoffe, dass auch die Bevölkerung dann die Argumente hat können, klar rausgeschält hören. Und von dem her würde ich meinen, wenn dann in den Inseraten mal eine Übertreibung stattfindet, wenn die direkte Demokratie so stattfindet, dass man eben auch der Bevölkerung begegnet, dann glaube ich, dann ist es okay. Und gibt es jetzt sonst noch etwas zu dieser Initiative, die du gerne würdest sagen, wo ich dich aber noch gefragt habe? Also für mich ist ein ganz wichtiger Grund, warum ich Nein sage, erstens, dass die Schweiz eben mit dem Völkerrecht geschützt wird vor grossen Staaten, beispielsweise Amerika. Die haben ganz andere Muskeln als wir, denken wir daran. Es gibt Banken, die unglaublich piesackt worden sind von Amerika. Und da bin ich froh, wenn das Völkerrecht uns schützt. Da habe ich kein Interesse daran, dass man das schwächt. Aber was mich wirklich stört und was ich eine Übertreibung finde an dieser Initiative, ist, dass es eben rückwirkend ist mit einer Kündigungsverpflichtung, wo ich glaube, dass das doch gefährlich sein könnte für die Schweiz. Doris, danke vielmals. Danke auch vielmals.